Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Truth. Wieder mit dabei ist der Chilling. Hallo. Und wir haben uns jetzt als Aufgabe vorgenommen, sozusagen ein Reittier zu bekommen. Was? Wollen wir ein Reittier holen? Ja, Truth Folge 334 oder so. Ja, das kann durchaus passieren. Schauen wir mal. Ich würde sagen, wir wollten ja weiter Richtung Norden, ne? Ist ja dieses rote Gebiet. Mir fehlt auf jeden Fall eine Minimap, muss ich Alter, sagen. Alter, guckst du dir mal an, dieses fette Vieh da vorne. Geh mal tanken. Ja, bestimmt. Geh mal tanken. Wow, sieht das bitter aus, ey. Holy shit. Es könnte sein, dass das eines dieser Viecher sind, die diese Souls-Dinger geben. Nee, wa? Oder? Magic Find is triggered. Your loot is better. Was? Ist das bei dir auch? Ach so, das war vielleicht ein Effekt von dir, von einem Item oder so. Ich hatte das nicht. Hier, der Viech töten. Ich bin gerade wieder komischerweise nach vorne gejumpt. Durch einen FPS-Stillstand. Okay, leider kein Dings. Kein Item bekommen. Da hinten, oh, das sieht ja sehr gut aus, wa? Auf jeden Fall. Und warte, dein Einsatz? Ah, und? Der Mond ist geil. Ja. Also sieht wirklich gut aus, oder? Guck's dir an. Der Mond jetzt oder alles? Alles. Aber der Mond auch cool. Guckst du dir, Slay the Shadowcrawler. Nächste Quest. Drei auf einmal. Ja, kein Ding. Ich hab AOE. AOE-Skill. Wieder was sehr Blaues? Nice. Ja, ich auch. Mein Inventar ist bald voll. Ich hoffe mal, das scrollt sich da unten. Hier ist noch ein Shadow-Dingensen. Ach so, das meinst du. Ah, das glaube ich nicht. Ich schätze mal, du kannst vielleicht für Echtgeld dann Erweiterungen kaufen oder so. Ja, hoffentlich nicht. Lass mal, solange der Magic-Loot noch besser ist, hier einfach mal fighten. Ja, wo hast du den Shadow-Crawler? Den müssen wir finden. Weißt du, hier geht's runter, hier geht's runter. Ach, da geht's runter? Hab ich noch nicht gesehen. Oh, da ist er gespawnt. Wieder zwei von denen. Gerne tankst du alles, ne? Weiß ich, ja? Ja, hoffe ich mal. Ich versuche mein AOE... Oh, mein Leben. Kannst du noch Tränke benutzen? Okay, ich versuche mal. Einer ist tot. Ich tanke gerne. Okay, nächstes, nice. Sehr schön. Wieder. Oh, noch was bekommen. Sehr schön. Fünfmal Flux. Genau, haben wir schon die ganze Zeit bekommen, dieses Flux. Ach so, ich dachte, das war irgendwas für das Reittier vielleicht sogar. Nee, glaube ich leider nicht. Weiß ich nicht. Oh, okay. Geile Sache. Diese Dungeons sind wirklich sehr cool. Vor allem, wenn sie immer wirklich komplett random generiert sind, dann wirklich sehr nice. Kann ich nur zustimmen. Ja, oh mal, Gott, fallen, oh fallen. Mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Spinnen. Ich hasse Spinnen. Tanken wir die draußen einfach. Okay, ja. Die Fallen hier drin sind. Ich werde verbrannt. Du auch? Ja. Das ist eine Feuerspinne. Das war eine Feuerspinne. Yay, sehr nice. Was sind das hier für Teile? Ich dachte, das sind Fallen. Gute Frage. Die Kiste muss ja irgendwo noch sein. Ah ja, da ist er. Schriftrolle. Saloon Oil. Ja, ich habe auch ein Rezept bekommen. Learn to light up any room. Ah. Wenn du links raufklickst, dann kannst du lernen. Ich würde sagen, lernen wir mal, wa? Coole Sache. Wie kann man neue Rezepte... Das ist so krass, Alter. Dieses Spiel ist so unglaublich komplex bisher. Also, ich finde schon mal ziemlich komplex. Es gibt ja auch schon das Spiel... Wann habe ich die erste Ankündigung gelesen? Vor länger als einem Jahr auf jeden Fall. Oder noch Ach länger. Ach so, ja. So lange schon. Jo. Krass. Na, dann würde ich sagen, suchen wir weiter, wa? Im Norden weiter? Weil ist ja ein riesiges Gebiet da oben noch, wo wir komplett alleine sind. Ach so, wir sind schon wieder fertig hier. Hier, guck mal, jetzt noch so ein Vieh. Ich würde gerne die ganzen Monster mitnehmen, weil ich gerne Level hätte. Aber das finde ich ein bisschen schade, dass die einzelnen Dungeons noch so kurz sind. Vielleicht wird das später sicherlich anders. Ich habe schon wieder ein Item bekommen. Krasse Sache, ey. Wie viele Items man hier bekommt. Momentan jeder Dungeon 30 Sekunden in etwa. Eventuell. Na, vorhin dieser Dungeon, wo der Typ dabei war, der war schon ein bisschen länger gewesen. Ach stimmt, genau. Der hat ein bisschen länger da. Oh, hier ist noch ein Cube. Ey, wie viele Items ich hier bekomme, bitte schon. Holy fuck. Müssen vielleicht mal verkaufen, oder kann man das überhaupt... Ich denke mal, wenn das wir da später... Das ist ja keine Währung. Na, beim Hub... Na doch, das ist Gold. Ach so. Ah, das meinst du. Gibt ja Gold, wo man sich die Klassen dann kaufen kann. Genau. Ich würde sagen, wir gehen das mal weiter in Richtung Norden, bis wir einfach mal angekommen sind am Ende und dann gehen wir zurück zum Hub. Wir sind ja dann nämlich schon... Na gut, wir sind ja gerade bei Level 4, wa? Haben noch nicht wirklich viel geschafft in dem Areal. Ja, weißt du, was wir machen können? Unser Ziel ist es hier ganz im Norden, dieser schwarze Bereich noch. Okay, hier ist noch eine Schläge. Das rechts ist Skelettkönig oder sowas. Ah, ich glaube, die Monster schauen nur so aus wie irgendwelche Bosse. Das sind alles ganz normale. Ja, ich weiß. Aber trotzdem sieht cool aus. Hier ist noch ein Skelett. Der sieht cool aus. Au! Warte auf mich. Ja, ich bin dabei dir. Achso. Ich dachte, du bist irgendwie neben mir gewesen gerade. Okay, wieder eine 17 Erfahrung.
Aber hier ist es schön, hier sind wir ganz schön oh, alleine. Oh, noch einer, noch einer, noch einer. Siehst du das? Niemand ist hier. Der Dungeon? Wahrscheinlich wird das ein Dungeon sein. Ach so, ja. Das ist wieder der Typ zum Rauskicken sein. Genau, den hatten wir schon mal. Ja, aber das ist jetzt ein neuer Dungeon. Komm mal wieder, da ist er. Sehr nice, coole Sache. Danger. Danger awaits at this location. Ja, dann werden wir wahrscheinlich wieder hier unten spawnen. Und auf geht's, ne? Nach oben. Das heißt, jetzt haben wir ja schon Erfahrung und sollten es am ersten Versuch schaffen, oder? Ich denke mal schon. Wir werden uns auf jeden Fall wieder so ein Ding... Aua, jetzt bin ich runtergefallen. Durch was? Ach so, hier sind Mobs. Genau, der Typ hat mich runtergestoßen, der Skelett-Typ wieder. Das ist kein Thema, kein Thema. Ja, ich sollte auch reingehen, Ja, aber du sagst es, die sind echt random. Also, der Aufbau ist vergleich, sagen wir, der Turm. Aber was zumindest keine Fallen jetzt, ne? Ist, dann genau, hier sind andere Teile jetzt. Wow! Ja, genau, ich würde nicht auf diese grünen Dinger fliegen, sonst fliege ich weg. Im Berg sind hier immer noch diese ganzen Diamantdinge und so weiter, die müssten wir auch noch abbauen irgendwann. Für aber das ist so die Sache, die finde ich echt langweilig. Was, abbauen? Abbauen, ja, einfach nur so. Es geht. Oh, jetzt ist wirklich exakt das gleiche. Bau mal wieder um hier zu. Würde ich sagen, jo. Ich komme gerade nicht ran. Ja. Vor allem, man denkt, man ist unsichtbar, aber das ist man ja gar nicht. Ah. Stimmt, du bist bei mir nämlich nicht unsichtbar. Ich habe mich vorhin gewundert, wie du das gemacht hast, während des normalen hier zu bauen. Oh, fuck. Etwas zu weit hochgejumpt. Ach so, stimmt ja. Ich sehe dich nicht unsichtbar, du mich auch da nicht. Da ist kein Monster. Also war das unnötig, oder wie? Ja, das Pilz. Nö, da kommt bestimmt eins. Ich glaube auch. Ominous Totem. Das ist also... Oh, nice. Okay, unleash. Ich werde es mal unleashen. Okay, tu das. Aber es geht nicht. Ah, ich presse eh! Press du mal eh. Auch nicht. Oh, doch! Oh. Aber wir können gar nicht raus. Stimmt, wenn wir da rauslaufen, dann resettet es bestimmt, oder wir haben verloren. Höchstwahrscheinlich. Und die nächsten Monster. Ach du Kacke. Hast du genug Potions? Die sind easy. Ja, komm, da kommt noch ein Boss dann später. Ich versuche die ganze Zeit mit. Oh. Level 5? Das war's. So viel zu, da kommt noch ein Boss. Ja, verstehst du? Ich hätte gerne mehr. Das ja. Und noch mehr. Ja, auf jeden Fall. Richtig krasse, richtige Überbosse auf jeden Fall will ich haben. So, dann gucken wir mal. Wir könnten uns einen Spaß erlauben und einfach in ein höheres Portal gehen, wo wir noch gar nicht rein sollen. Können wir machen. Ich werde dir auf jeden Fall jetzt einen Cube anlegen, der mir 4 Movements wieder zugibt. Was habe ich hier bekommen? Eine Raygun. Guck dir mal meine Dings an. Eine Railgun? Was? Guck dir meinen Würfelhut an, wie geil sieht der denn aus? Das sieht nice aus. Also was Items angeht, da kann dem Spiel echt keiner das Wasser reichen. Vor allem die Community macht so viel schon mal hier für die ganzen Dinger. Ist das auch von einem Typen erstellt? Kann ich gerne mal nachgucken. Also zumindest das komplette Inventar bei mir ist von... Ich habe nur ein einziges Item, wo das nicht dabei steht. Also designt bei... Ich habe hier Kretoriani, Destrel, der Exi hat meinen Hut gerade gemacht gehabt. So viele eigentlich. Bex ist ja auch noch. Maniac, Murderface. Eine ganze Menge User haben ja mitgearbeitet. Coole Sache. Na dann raus. Vielleicht irgendwelche Alpha-Tester, die das Spiel schon mal vorab gekauft hatten, konnten eventuell ein paar Items rein, ja, sozusagen kreieren. Auch ja, ich kenn's aus einem Hack and Slay, Path of Exile, da musst du oder kannst du um $1000 so ein Supporter-Pack kaufen. $1000? Und dann ein Item entwickeln. Ja. Und sagen, Schillings Umhang des Todes und dann hast du Schillings Umhang des Todes im Spiel für $1000. Ist halt eine Ehrung. Oh, schon wieder ein blaues Item. Ist halt eine Ehrung sozusagen. Du unterstützt das Spiel und wirst halt geehrt, indem, falls das Spiel mal groß rauskommt, hast du halt. Oh, ich krieg die ganze Zeit Ohr. Oh, warte mal, hier links. Ich sehe diese Höhle, ne? Diese Höhle meinst du? Den Krater, genau. Genau. Schauen wir mal, hier ist noch eine Fliege, die ich ganz kurz killen. Desert of Secrets. Eine Wüste. Oh, wo hab ich denn hingeschossen? Die Wüste der Geheimnisse ist das hier. Oh, hier ist. Ja, stimmt ja. Guck dir dieses Ohr an. Nö, so geht das nicht. Shapestone, das ist das, was wir brauchen. Das Shapestone. Ja, wie viele? 10.000, oder? Ich glaube 100 brauchen wir, oder 200. Ja, aber stimmt, schau mal. Hier hast du jetzt nur so einen Bereich, wo du eben ernten kannst. Das finde ich so ein bisschen langweilig, aber muss natürlich auch sein. Ich finde das Hochjump... mach dir auf jeden Fall einen ganz länger. Das ist so geil. Ich habe ja schon einen, aber du... Du hast gesagt, nein, du hast doch vorhin. Ja, der heißt doch nicht, dass du nicht auch da machen darfst. Du hast doch aus dem Vorhin gesagt, du wolltest ja oder zweimal die gleiche Klasse benutzen. Ja, wir waren ja noch nicht in der Stadt. Ja, stimmt schon.
Na gut. Außerdem ist das Mine geht hier recht schnell, muss ich sagen. Also da gibt. Bei Minecraft ist das schlimmer, wenn ich das mal da vergleichen darf. Ich wusste am Anfang in den ersten Videos, die ich aufgenommen habe, nicht, dass man auf der rechten Maustaste draufbleiben kann. Hast du mal getippt? Ich hab gehämmert wie ein Verrückter. Ja. Gibt's da unten noch was? Mann, du backst dich einfach durch die Wand durch. Ich reporte dich gleich. Backe mich nicht durch die Wand, ich hab meinen Skill. Alter, unfair. Und wie komme ich da jetzt rüber? Ich weiß es nicht. Na, ich muss mir immer hier Brücken bauen. Nur Brücken. Mann. Ja, tut mir auch leid für dich, ernsthaft. Bestimmt. So, ich will, guck mal, wie krass groß die Map ist. Wollen wir mal rauscrollen? Wir können auf jeden Fall noch eine ganze Menge erforschen. Stimmt. Gefällt mir sehr gut. Also die Map ist zumindest schon mal ganz ziemlich groß. Aber was soll das sein, wo wir hier sind? Oh mein Gott. Komm mal her. Machst du. Oh, wolltest du hier schon dashen oder was? Nee, das ist das Wasser. Ach so. Ich dachte auch gerade, Alter, das Universum oder das Ende von der Tellerscheibe von der Erde, der Pizzarand. Alter. Stimmt, da kannst du einfach durchschwimmen wahrscheinlich. Ich bin gerade erschrocken, ey. Das war bitter. Ja, ich würde sagen, hier ist nichts mehr, wa? Ist ja nur noch Wasser. Oder wollen wir mal. Nee, ist auch dann zu gehen weit wir so Umweg. Richtung Nordosten zu dem schwarzen okay. Fleck hier noch. Dann gehen wir zu dem. Ich habe all meine Hoffnungen dort reingesetzt. Das sieht ja aus wie so eine Arena hier, wa? Auf jeden Fall. Ja, warte mal, hast du eine Bombe mittlerweile schon bekommen? Nee, aber man könnte sich, glaube ich, eine Bombe craften. Taste R, schau mal. Ach so, ja, habe ich auch. Cool. Aber warte. Die verschwendest du, die gehen sehr schnell weg. Wie viele hast du? Vier. Vier? Ich habe fünf. Vier, ja. Warte mal, ich nehme die Fliege hier und. Kim Jong-un! Ja. LOL? Aber so kann man das, schnell die Erze abfahren. Genau, das kann man sehr gut machen damit. Kostet zwar ein bisschen was an Crafting-Material, aber ich will auch was schmeißen. Warte. Wie, einfach nur werfen, ne? Ist ja. Genau. Boah, getroffen! Aber schau mal, wie wenig Schaden der genommen hat. Ja, weißt du, der ist aber auch tanky gerade so ein bisschen. Du bist Bomben. Genau getroffen. Sind halt, ja, ich treffe immer genau, weißt du doch. Deswegen bin ich ja Schütze. Aber gut, fast Level 5. Du bist auch Level 5, oder bist du schon Level 5? 5,1. Was? Ich muss mal ohne dich spielen. Das ist ein Dungeon. Ich hab ein bisschen Vorsprung. Sich dann Dungeon, so ein Schild sich da. Irgendwas ist dort auf jeden Fall. Ja, du hast schon halt 3 Folgen Vorsprung, ne? Korrekt. Juhu! Ein Dorf? Noch eine Stadt, oder wie ist das? Trophy. Hast du das auch bekommen? Ich habe eine Trophy. Nee. Ich habe keine Trophy bekommen. Kann ich dir leider nicht sagen. Ach so. Ich habe schon 2. Das sind diese Teile, die kannst du dir in dein Haus einfach stellen. Okay. Ich weiß dann nicht, wie die aussehen, aber kannst du mir dann mal zeigen, wenn wir wieder bei dem Haus sind. Müssen wir machen, jo. Okay, lass mal hier reingehen. Das sieht interessant aus. Soll das sein? Dahinter auch noch. Guck mal, da hinten ist auch noch so ein Dungeon. Alter, krass, wie viel dann. Oder. Gefühlte da. Ja, eine Lok, Tatsache, eine Station. So eine. Ja, Station. Was? Zur Slade, Hölle? Noch ein Boss. 2 sogar. Slay the Skeleton Knight und Slay the Saloon Boot Dingens. Ich glaube, wir müssen hier rein. Bist du da drin, ne? Würde ich auch sagen. Komm mal rein. Oh mein Gott. Kurz raus. Da sind viele, viele Monster. Rechts auch noch. Ah, hier rechts, okay. Links auch noch. Also, hier sind wirklich viele. Ja, das packen wir schon. Wir sind ja, zu zweit. Ja, kein Ding. Pam! Ach, ich liebe den ganzen Dinger ohne Scheiß, das ist wirklich unglaublich gut. Vor allem, du musst nicht herumlaufen. Oh, Level 5. Ich kann jetzt sogar den zweiten Skill benutzen. Oh mein Gott, wie geil. Stimmt, hab ich gar nicht gesehen. Was hast du da? Zeig mal. What the. Mega Attack Speed! Mega Attack Speed! Das ist mega cool. Dann schau mal, was ich hab. Zeig. Oh, wie geil, ein Schild, wa? Yeah. Guck mal, ich hab noch so einen Hub bekommen, den ich gerade aufhabe. Hier ist eine Kiste, oh, schon fertig mit dem Dungeon. Also ich bin echt der Tank einfach nur. Nein, schon wieder Disconnect. Was willst du von mir? Dann, ich warte hier kurz. Wahrscheinlich bleibt der Loot noch da. Mal gucken. Aber wir könnten auch direkt einfach die Gelegenheit nutzen. Ich bin noch im Spiel, aber hab noch dieses Fenster. Genau. Und die Folge beenden. Genau, das war's wieder gewesen mit einer weiteren Folge von Truth. Beim nächsten Mal werden wir den Saloon-Bot Major killen, sofern er dann noch da ist. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal dann. Bye, bye. Tschüss.